Hallo, hallo, willkommen bei Scrap Mechanic mit der reizenden Sialin. Mit ihrem kritischen Blick für das Wesentliche entgeht ihr nichts. Und natürlich mit eurem Sarok, der für sie alles passend macht, was nicht passt. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Hallo, Survival. Ich war schon wieder so auf die Kuh fixiert, Entschuldigung. Alles gut. Genau, wir haben der Kuh jetzt hier eine Maisspur gemacht, beziehungsweise Xialin. Und nachdem wir locken, du sie hier rüber geschwommen hast. Genau. Man sieht, wir haben richtig viel Milch inzwischen. Also ich zumindest, Xialin dann auch gleich. Und wir versuchen gerade, sie hier wieder einzusperren. Und genau, irgendwie ist die letzte entkommen oder so. Und ich habe erst gedacht, die ist wahrscheinlich verhungert, aber ich kann es mir so schwer vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die... Also ist sie vielleicht rausgekommen. Ja, deswegen, ich sehe hier, Xilin hat jetzt hier so einen höheren Zahn gebaut. Genau, in der Hoffnung, dass die da irgendwie dann nicht rauskommt. Dann mache ich jetzt hier so ein Gitter noch drumherum. Ja, das finde ich gut. Und dann, schauen wir, dass sie da drin bleibt. Also. Ja. Vielleicht machen wir doch irgendwo so eine Art Tor rein, dass wir irgendwo, hast du noch so ein Seitenpanel, so eine Wand, dass wir das hier hinmachen können, dass man nicht immer, Holz und Gitter abbauen. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich bringe einen mit. Das ist eine gute Idee. Sie dreht sich jetzt nämlich schon genau dahin, wo offener ist. Als ob sie es wüsste. Aha, okay. Vielleicht, kann auch nur Zufall sein, aber schau, sie dreht sich genau hier hin. Ja. Als ob sie hier raus will. Warte, ich schieb sie mal. Oh, Mais. Zu weit vorne. Guck mal, kleine Kuh, ich hab hier Mais. Schau mal, lass dich ein bisschen ablenken. Mais, drop uns deine Milk. Ja, so ist gut. Schau, hier ist noch mehr Mais. So, das ist gut, da komme ich jetzt... Ah ja, gut, mit dem Lift komme ich natürlich raus. Hast du noch Gitter? Man könnte außen eine Treppe hinmachen. Eine Treppe ist auch geil. Und innen mit dem Lift halt oder ja, so. Ja, klar. Gute Idee. Jetzt die Frage, wo ist es wichtiger? Gitter oben oder unten? Weil so viel Gitter habe ich nicht. Hast du nicht? Ja, wir können es ein bisschen kleiner machen. Mach's halt. Oder man macht halt andere Blöcke noch hin. Ja. Oder du machst einfach die Seiten ein bisschen kürzer. Oder ich hole noch ein paar Seitenwände. Das geht auch. Ich hole mal noch ein paar Wände. Wie lustig. Was wollten wir eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, zu einer Werkstatt. Ja, naja. Muss ja auch getan werden. Ja, ich will diese fucking Kuh hier haben. Ja. Das Gute ist, dann sind vielleicht bald noch mehr Karotten fertig. Das stimmt, die wir dann mitnehmen können, ja. Schau, ich wollte jetzt ich muss mal eine Karotte essen. Ich wollte mal schauen, wie viel Essen, also wie viel Hunger, wie satt die macht. Jetzt ist die Kuh umgefallen. Okay, also eine Karotte macht auf jeden Fall mehr satt. Ja, viel mehr als so eine Tomate. Okay. Dreimal Karotte essen und du bist komplett voll. Aha, ich habe aber okay, halt jetzt nur noch 6 Stück. Da wachsen schon fleißig 8 neue. Ist sie schon wieder umgefallen? Ist hier das zu viel? Zu viel Milch? Zu viel Mais, meinst du? Ja, genau. Entschuldige. Ja. Also eine gute Idee, ich verfütter jetzt einfach den kompletten Mais, den ich habe. Ja, aufheben lohnt sich ja nicht. Ja eben, selbst wenn sie dann wieder weg ist, dann habe ich zumindest alle Milch genutzt, die sie mir geben konnte. Dann ist sie gut abgelenkt auch. Ja. Dann stimmt, kann ich hier die Wände noch reinplatzieren. Na komm, mein Küchen. Dann heißt du halt jetzt Zenzi, Jesus ist irgendwie weg. Jesus ist übers Wasser gelaufen, wieder mal. Ich wusste, ich hätte keine Kuh kaufen sollen, die Jesus heißt. Ja. So lernt man aus seinen Fehlern, ne? Ja. Allerdings. Ja,
Ich habe jetzt immerhin auch schon 15, 17 Milch. Das ist doch schon mal was. Und die Karotten sind mega. Frisst dich satt, meine kleine Kuh? Aber die sind so fett, ich glaube, die werden niemals satt. Haha, das kann sein. Welche Reihe? Oh, mein Mais ist alle. Na gut. Okay, aber mit dem Mais, mit dem Schlimmsten bin ich jetzt auch fertig. Gut. Also auf der Seite hier ist jetzt eine Treppe. Ah, okay. Und raus komme ich einfach mal mit. Ich lasse ihn ihr mal lieber nicht stehen. Ich traue ihr nicht. Sie ist umgefallen. Die fällt so oft um. Ja, wenn sie versucht rauszukommen, aber da, also wenn sie da jetzt noch rauskommt, dann weiß ich ja auch nicht. Ja, dann ist es nicht gewollt. Dann despawnt die oder irgendwie sowas. Ja. Man kommt auch hüpfend drüber raus. Achso, echt? Okay. Mhm. Ha, nicht, dass die Kuh dann auch drüber hüpfen kann. Meinst du? Ich kann natürlich noch eine Reihe draufpacken. Dann kommt man hüpfend nicht mehr drüber. Das wäre schon krass, wenn die da raushüpft. Und ich mache oben Stacheldraht hin. Nee, das wär, kann ich mir nicht vorstellen. Sonst könnte sie es ja jetzt auch. Ja. Dann würden wir sehen, wie sie wegläuft. Ja, aber das. Bei der letzten Kuh, die habe ich auch nicht rauslaufen sehen. Ja. Komisch. Naja. Schauen wir mal. Wird schon schief. Das ist eigentlich doof, dass wir so viel im Voraus aufnehmen, sonst würden wir sicher schon in den Kommentaren lesen können, was das Problem ist. Ach so, ja. Aber wir können uns erstens nicht zurückhalten und zweitens haben wir auch nicht mehr so viel Zeit, ja, aufzunehmen. Das stimmt. Also nutzen wir die Zeit jetzt. Dein Charakter hat gerade die Arme so ausgestreckt. So, ja, ich kann fliegen. Ich habe was gegessen. Achso, okay. Sind das hier die Karotten oder was? Ja, die sind noch nicht fertig. Die platzen dann so auf außen und dann ist da die Karotte drin. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Kürbis oder so. Ja, sieht so aus. Er sieht aus wie so ein Butternut-Kürbis. Ja, genau. Schön drin bleiben, Fettsack. Ja. Hier rausguckt. Nix da. Das ist das Problem, die guckt da so raus. Welche Kuh. Okay. Na gut, wird schon schief gehen. So, okay. Und hier habe ich jetzt auch noch ein bisschen aufgeräumt. Ah, sehr schön. Ich habe das in der Mitte so ein bisschen mal weggeräumt und an die Seiten gestellt und so, damit man hier ein bisschen besser durchgehen kann. Sehr gut. Und vorne habe ich ein paar Wände hingestellt. Guck mal, ich schmeiß dir hier mal nochmal ein restliches Holz hin. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, ich habe auch so viel Holz. Ich glaube, so viel brauche ich auch nicht mitnehmen. Achso, ja gut, ich kann es. Aber wohin, ne? man kann es ja als Wand irgendwo hinbauen oder so. Stimmt. Keine Ahnung. Das stimmt. Dann ziehe ich doch nochmal eine Wand hier oben drauf. Achso, das stimmt. Kann man ja wieder abbauen dann. Nicht, dass das dann schuld ist. Oder wir machen ein Dach drauf. Und dann kann sie nicht raus. Ja. Auch nicht, wenn sie fliegen kann. Oder? Ja. Dann packe ich da jetzt ein Dach drauf. Ja. Dann mache ich jetzt. Ich schmeiß dir jetzt trotzdem hier mein Holz hin. Ja. Ich will sie nicht. Dann mache ich hier so, dass man geduckt noch durchgehen kann, aber nicht mehr durch kann. Sehr gut. Wenn sie da jetzt rauskommt, dann. Dann ist sie entweder buggy oder stirbt doch. Ja. Verhungert. Ja, vielleicht soll es nicht so sein. Keine Ahnung. Vielleicht darf man die nicht als Haustier halten. Aber wer weiß. So, dann habe ich jetzt hier diese zusätzlichen Zahlen. Genau, reinkommt man noch. Ich habe 100% CPU-Auslastung und der Codierer ist überlastet. Nein. Geh mal, scroll mal hoch.
Weil Firefox hat null. Was hat denn da so viel? Cortana, wer braucht. Warum ist Cortana so aktiv? So, das kann weg. Wo ist es denn hin? Da. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. So. Hey, das ist krass. Warum ist da so viel diese aus? Diese ganzen Zahlen, die da stehen, die ergeben doch gar keine 100%. Nee, aber 50. Ja, aber keine 100. Da müssen wir dann nachher schauen, dann irgendwie mal nochmal. Schau ich nachher nochmal. Jetzt ziehe ich noch das nach, fertig. So. So, jetzt regnet es auch nicht mehr rein, kleine Zensi. Das sieht hier drin gar nicht so schlecht aus. So, und raus kommt. Wird jetzt nur mein Fenster wieder wahrscheinlich laggy sein. Ja, jetzt ist es auch wieder ein bisschen besser. Aber naja. Gut, okay. So, schön drin bleiben, Zensi. Oder wie heißt sie? Ja, Zensi. Zensi heißt sie. Okay, gut. Na dann. Dann würde ich sagen, halten wir mal unser Wort und gehen jetzt mal zumindest noch auf die andere Seite des Meeres. Ja, genau. Also des Wassers, also ans andere Ufer. Ich pack das alte mal und geh rüber. Kannst dich natürlich in den Sitz setzen oder mitschwimmen. Ja, nein, ich will mich hinsetzen. Wo bist du denn? Da hinten, links, da ist das alte. Da, ja. Achso, da steht es. Setz dich rein. So. Jawohl. Ach, du bist schon auf dem Weg rüber. Mhm. Und Magic. Okay, ja, dann können wir. Was ist mit dem Motor? Motor, kein Start. Hä? Kein Sprit mehr drin oder was? Doch. Hä? Was ist da los? Hä? Der ist nicht mehr verbunden. Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht. Ja, ich glaub dir schon. Komisch. Naja, gut. So, okay. Na. Hochleistungsbetrieb. Aufgenommen. Ich hab auch ein bisschen was runtergepackt, wie man sehen kann. So, ich wollte jetzt eigentlich warten, bis die Karotten noch fertig sind. Die wären wahrscheinlich gleich fertig gewesen. Na egal. Wurscht. Wird schon passen. Ja. Vielleicht finden wir da ja dann vor Ort einiges. Jo, wir werden schon nicht verhungern. Nee. Notfalls muss es halt eine Milch mehr sein. Ja. Also ich hoffe, die Bots rechts sehen uns nicht. Ja, sieht gut aus. Man muss teilweise echt nah rangehen, damit die irgendwas tun. Oh, ist da eine Kiste? Nee, Fleisch. Da ist Fleisch. Willst du es haben? Ich weiß nicht. Wir haben so viel und wir können nichts damit machen. Ja. Wenn wir es dann brauchen können, wollen wir es wahrscheinlich in Massen haben. Ja, wahrscheinlich. Naja. Shit happens. Da ist eine Kiste. Oder? Oh, Bot! Spring ab! Hau ihn! Was, ich soll ihn hauen? Oh, okay, ich bin schneller als er, aber. Nee, der kriegt uns! Ich hab den Hammer nicht in der Hand. Oh, fuck. Was denn? Ich kann nicht helfen, weil ich am Fliegen war und er mich irgendwie. Nicht, dass der unser Auto haut und dann ist das Auto hinüber, dann haben wir ein Problem. Ich muss mir angewöhnen, immer den Hammer in der Hand zu haben. Ja, das ist voll doof, dann bring ich da ab, stehe direkt auf ihm und hab den Hammer nicht in der Hand. Heieiei. Hei. Action. Tomaten, Samen, Alter. Ich hätte lieber Tomaten gehabt. Naja. Achso, weil ich gerade was gegessen habe. Das sah früher schon lustig aus, aber jetzt mit den neuen Charakteren sieht das noch lustiger aus. Da ist noch eine Kiste. Wo? Alter. Da ist Honig. Sollen wir Honig mitnehmen? Das ist bestimmt eine Ressource, die man voll selten kriegt. Sieht man auch nicht so oft, gell? Ja. Das ist auch kein Honig, es ist Wachs. Ja, stimmt. Da hinten ist Mais. Und da ist noch mehr Mais. Ein Wachs übrig, nehme ich dann auch noch mit. So. Okay. Na gut.
Ja, die Straße können wir noch fahren. Ja. Manchmal, da hängt der. Das ist, weil die Reifen so unförmig sind. Wenn die genauso in dieser Mulde drin stehen, dann geht dann nichts mehr. Voll krass. Genau, wir sind am Ende der Folge. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Und dann, sind wir wirklich bei dieser Werkstatt hoffentlich. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.